Wie ich davon gehört habe, war mein erster Gedanke, ja, als Benediktiner haben wir eigentlich schon seit 1500 Jahren experimentiert mit garantiertem Grundeinkommen und daher auch experimentiert mit der Frage, wenn einem das Grundeinkommen garantiert ist, sozusagen, wird man dann nicht faul? Das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Ja, da wird es auf einmal nur mehr faule Menschen geben, die sich einfach gar nicht mehr bemühen. Aber im Kloster sehen wir, dass, obwohl die Gelegenheit dazu gegeben ist, nichts zu tun, eigentlich die Sicherheit bei den meisten Menschen, also bei den meisten Mönchen, eigentlich eine freudige Betätigung auf ihrem Gebiet jetzt auslöst. Im Allgemeinen von Menschen, was ist ihr größter Bedarf? Ich würde sagen, Sinn finden. Wir können überleben, ohne zu essen für eine ziemlich lange Zeit. Aber ohne Sinn zu haben, kann man überhaupt nicht überleben. Manche Menschen in Spitälern, die ganz schwere Krankheiten haben, wenn sie Sinn finden in ihrem Leben, auch in ihrem Leiden und so, dann können sie sehr lange aushalten. Aber im Augenblick, wo das Leben für sie den Sinn verliert, sterben sie. Auch wenn sie vielleicht nicht physisch absterben, aber sie sind irgendwie tot, sie sind nicht wirklich mehr lebendig. Und wo immer man seine Lebendigkeit fördert, dort fördert man seine Spiritualität. Und wenn jemand mich fragt, wo man zum Beispiel anfangen soll, Spiritualität zu üben, dann sage ich immer, denke mal nach, wo bist du im Laufe deines Tages am lebendigsten? Also dankbar sein ist schon das Entscheidende. Und wir nehmen vieles als gegeben hin. Das alles können wir uns bewusst machen. Und im Augenblick, wo wir es uns bewusst machen, sehen wir, dass es alles Geschenk ist und dass wir dafür, also dass Dankbarkeit die einzige passende Antwort darauf ist. Und im Augenblick, wo wir dankbar sind, sind wir glücklicher. Wir behalten den Schlüssel zur Freude, zur Lebensfreude in unseren eigenen Händen. Das ist Mode heute, nicht wahr? The self-made man. Also wir nehmen, und ich sage ausdrücklich self-made man, weil ich glaube, für Männer ist das noch gefährlicher als für Frauen. Ich habe mir alles verdient. Wenn solche Leute dann alt werden, man sieht sie manchmal so in Altersheimen oder so, sie können sich nichts schenken lassen, sie können sich nicht helfen lassen. Alles müssen sie selber machen. Das ist eine falsche Lebenshaltung, eine falsche Haltung dem Leben gegenüber, die sich auf eine gewisse Zeit hin durchhalten lässt, aber in Krisensituationen dann nicht mehr funktioniert. Was dahinter steht und warum der Heilige der Benedikt auch davon spricht, den Tod alle Zeit vor Augen zu haben, ist, weil man dann im Augenblick lebt und nicht auf etwas anderes wartet und immer noch auf etwas anderes wartet, sondern wirklich im Augenblick lebt. Der Ausspruch ist, tu jede Arbeit so, als ob du 1000 Jahre hättest, um sie zu vollenden, und zugleich so, wie wenn du heute noch sterben müsstest. Und so in diesem Sinne wäre auch die Moral dadurch gegeben, denn ich könnte mir vorstellen, dass man so arbeitet und sich so verhält mit einem gegebenen Grundeinkommen, wie man sich denen gegenüber verhält, mit denen man zusammengehört. Und Konkurrenz ist jetzt das große Wort.
Und bevor es diese Konkurrenz gegeben hat, war die Lebensqualität besser. Und das wäre auch etwas, was jetzt gegeben wäre mit garantiertem Grundeinkommen, dass die Konkurrenz zumindest abgeschwächt wäre und dass auch bis zu einer gewissen Ebene diese Zusammengehörigkeit mit allen die Lebensqualität verbessern könnte. Das große Wort ist Selbst. Und zwar das Selbst, das sich unterscheidet von dem Ich. Wir brauchen ein Ich, um in der Welt zu handeln, und es ist nichts gegen das Ich einzuwenden, aber wir dürfen uns selbst nicht mit dem Ich identifizieren. Ich bin selbst, mein Selbst, und das Ich ist meine Ausdrucksform, ist meine Maske, wenn wir wollen, meine Persona, meine Persönlichkeit. Wir brauchen eine Maske, aber ich bin ich selbst und nicht dieses Ich. Und in dem Augenblick, wo ich mich mit dem Ich identifiziere, bekomme ich Angst, und das ist die größte Gefahr. Das ist, wenn ich irgendein Ding ändern könnte an der Welt, wäre es: Fürchte dich nicht, die Angst wegnehmen. Im Augenblick, wo wir uns mit dem Ich identifizieren, müssen wir Angst haben, weil wir ganz vereinzelt sind und alle anderen uns bedrängen. Es ist vielleicht nicht genug da für alle. Und da kommt alles das hinein, die Konkurrenz, die Bedrängnis, die Lebensangst. Und wenn wir im Augenblick leben, dann verschieben wir unser Schwergewicht auf das Selbst. Im Augenblick lebt das Selbst und nehmen es von dem Ich weg. Das Ich lebt nicht im Augenblick. Das Ich lebt immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Hat immer entweder trauert es der Vergangenheit nach, oder es fühlt sich als von der Vergangenheit belastet, und was ich alles erlitten habe und was man mir alles angetan hat, und streckt sich schon auf die Zukunft aus, ganz ungeduldig, oder fürchtet sich vor der Zukunft, es ist so vieles, was auf mich zukommen kann. Aber das Ich ist nie im Augenblick. Wenn wir wirklich im Augenblick sind, sind wir schon im Selbst. Wir brauchen uns da gar kein weiter drüber nachdenken. Und im Selbst sind wir sorgenfrei, sind wir furchtlos, wissen wir, dass genug für alle da ist und sind mit allen verbunden. Und darum geht es. Also und die Selbstführung ist eigentlich die Bemühung, Augenblick für Augenblick immer wieder zu diesem Selbst uns zu verlagern, wieder aus dem Selbst zu handeln, und das Selbst führt uns dann. Da braucht man gar keine Entscheidungen treffen. Und sogar dieser Satz, liebe deinen Nächsten als dich selbst, wird ja oft so übersetzt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist eine falsche Übersetzung. Da müsste man sich zuerst vorstellen, dass man sich selber liebt, dass wir dann auch immer gesagt, man müsste dich ja auch selber lieben, und dann jemand anderen, so wie du dich lieben würdest, wenn du jemand anderer wärest. Es wird alles sehr kompliziert, aber liebe deinen Nächsten als dich selbst heißt, das Selbst liebt man immer, wenn Liebe bedeutet, Ja zu sagen zur Zugehörigkeit. Und das haben wir schon besprochen, dass jedes moralische System darauf hinausläuft, zur Zugehörigkeit Ja zu sagen. Und das ist dann Lieben. Ja, existenzielles Ja zur Zugehörigkeit. Und wenn wir das tun, so liebe deinen Nächsten als dich selbst. Der Nächste ist auch dich selbst, eine andere Maske von diesem Selbst. Christus in so vielen verschiedenen Formen, in so vielen verschiedenen, schaut mich an aus so vielen verschiedenen Augenpaaren und so weiter.
jede Tradition hat die Tendenz, im Lauf der Zeit von der Quelle sich zu entfernen. Und man muss immer wieder zur Quelle zurückgehen und zu sehen, um sie immer wieder reformieren, nicht wahr? Und in dieser Hinsicht müssen wir zurückgehen zu Augustinus, der sagt, alles ist Gnade. Das ist ein wunderschönes, kurzes Wort. Alles ist Gnade, alles ist Gnade. Und ich könnte mir gar keine schönere Verwirklichung im Alltag vorstellen von alles ist Gnade, als ein gesichertes Grundeinkommen. Das ist sozusagen die Grundlage, auf der man dann alles Weitere aufbauen kann, was auch wieder dieses alles ist Gnade widerspiegelt. Nicht? Also, ich bin vollkommen für ein Grundeinkommen und glaube deshalb, dass wenn Christen es so durchdenken würden, sie auch für ein Grundeinkommen wären. Und ich würde es sehr hoffen.